So, meine Freunde, da sind wir wieder und wir sind hier in Götterfels und wir müssen noch Petra besuchen. Ja, in der Händlermünzenschränke. Und ich hoffe, dass wir da jetzt auch noch irgendwas bekommen für unsere gute Leistung. Und irgendwie leckt es gerade ein bisschen. Und die Karte, die ist irgendwie gerade ein bisschen komisch. Ich weiß aber nicht wieso. Aber hier haben wir wieder einen Kaufmann. Da könnten wir ja später auch mal vorbeischauen. Vielleicht können wir uns ja mit dem bislang erwirtschafteten Gold da irgendwas kaufen. Aber das machen wir später. Landbesitzer, aha. Es wird dann wieder so sein, dass man sich hier irgendwie wieder ein Grundstück oder sowas kaufen kann. Wie das. Oh, hier haben wir wieder einen Wegmarker. Okay. Die gute alte Guild Wars Beta. Sind wir hier richtig? Ich hoffe doch. Ich weiß den Weg nicht. Oh, jetzt hat sich die Map hier irgendwie aktualisiert. Was ist hier los? Was macht ihr? Was macht ihr? Nein, ich weiß nicht, was ihr da macht. Okay, wir gehen weiter. Mal sehen, aber hier muss doch irgendwo dann das Quest auch angezeigt werden auf der Karte. Was haben wir hier denn liegen? Ein Stein. Mehr Steine. Okay. Wo ist denn hier das gute Gutshof, diese Schränke? Ich hoffe, dass wir hier rein können. Ist es hier irgendwie richtig? Nee. Nee, hier bin ich doch völlig falsch. Oder? Geht's hier nach oben irgendwie rein? Hier ist auf jeden Fall ziemlich viel Krach. Kann ja sein, dass das hier irgendwo jetzt ist. Aber hier die Städte. Oh, prächtig sieht das aus. Das sieht echt toll aus. Wir gehen hier trotzdem einmal rein. Einige Bürger, eine Wache haben wir hier sogar auch stehen. Und wir haben einen Wegmarker bekommen. Das heißt, wir müssten ja theoretisch hier irgendwo richtig sein. Okay, wir gehen aber trotzdem nochmal weiter. Vielleicht müssen wir auch hier diesen Pfeilen folgen, was ich jetzt schon eher glaube. Ja, so wird es wohl möglich sein. Okay, dann müssen wir hier hoch. Auf jeden Fall, die Welt ist hier auf jeden Fall sehr schön aufgebaut. Zumindest hier die Stadt. Ich war ja noch nicht jetzt irgendwie in der Umgebung, irgendwie ganz draußen. Ich war ja bislang eigentlich nur in Städten, weil die eine Stadt wurde ja überfallen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die hieß. Und wir haben da denen eigentlich sehr viel geholfen. Und jetzt müssen wir zum Gutshof und da mal vorbeischauen und uns eine Belohnung da auch mal abholen. Ja, der Bereich muss freigehalten werden. Ja, wir gehen ja schon weiter. Ja. Kein Problem. Kein Problem. Weil ich wüsste mal gerne, wie lange man für solch eine prächtige Stadt braucht, diese wirklich so schön darzustellen. Das dauert gewiss wirklich sehr, sehr lange. Hier müssten wir eigentlich richtig sein. Jetzt müssen wir hier irgendwie so ganz scharf um die Kurve. Boah, hier gibt es auch sehr viele Händler, mein lieber Mann. Da ist ja was, ist ja für jeden was dabei. Der nächste Wegmarker, Punkt. Ich glaube, wir müssen ja einmal quer durch die Stadt, damit wir uns auch mal hier so ein bisschen mit der Umgebung vertraut machen. Und irgendwann müsste dann das Haus da kommen, wo wir hin müssen. Ach ja, da vorne sieht man es auch schon hier auf der Karte. Da müssen wir dann hin. Und hier haben wir einen Schädelplatz und wer lacht da so grausam? Irgendwo in einem der Häuser wahrscheinlich. Das hat sich echt lustig angehört. Okay. Hier stehen doch schon einige Leute wieder mal rum. Und hier müssen wir rein. Ja, wir wollen die Instanz betreten. Auf dem Wege der Besserung. Okay, das ist anscheinend eine Ini. Jo, mal sehen, wie die so wird. Es sind wieder Wegweiser hier. Und wir folgen denen natürlich auch wieder mal. So. So. Hier irgendwo.
Ach ja, ich muss hier irgendwie jetzt so. Ah, hier vorne. Weitergehen. Wer kein Freund von Ted Rübennase ist, hat hier nichts verloren. Okay, okay. Hier haben wir dann die Petra. Und. So, da ist gerade irgendwie die Aufnahme abgeschmiert, aber egal. Geht einfach wie gewohnt weiter. Raus aus meiner Schenke. Ich will euch nicht zum Krüppel schlagen, Alter. Schafft Bier her. Und zwar aufs Haus diesmal. Lasst meinen Vater, hässlicher Schrat. Sonst rufe ich die Seraphen. Hässlich? Na, warte, Schätzchen. Oh, oh, das wird, glaube ich, gar nicht so gut. Okay. Nein! Ich hau euch zu Klump und seh noch gut dabei. Oh, denn die müssen wir mal gerade hier wegbashen. Lieber Mann, das kann ja wohl nicht sein. Was die sich da einfallen lassen. Also, mein lieber Mann, das geht nicht. Aber echt komisch, gerade ist einfach mal die Aufnahme hat sich irgendwie... Ich weiß nicht, bin ich da auf irgendeine Taste gekommen? So. Schon gut, ich ergebe mich. Ja, ja, dann... Warum machst du dann hier so Krawalle, mein lieber Mann? Ist doch noch irgendwo eine Schlägerei. Ja, weil hier ein paar Banditen noch rumgurken. Nach unten. Okay, wir schauen uns das Ganze mal an. Aber ich sehe hier soweit gar keinen mehr. Wo ist er denn jetzt? Wo ist er? Hier ist doch. Wo geht's denn hier nach unten? Bitte schön. Ach, hier, hier. Oh, oh. Hier komme ich aber nicht durch. Tut mir leid. Das geht leider nicht. Er ist tatsächlich... Ist er tot? Vielleicht ist er auch nur bewusstlos. Was ich ja mehr hoffe. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Es wird aber wahrscheinlich wieder in dem Haus sein. Okay, wir folgen den Wegweisern wieder. Anscheinend waren wir tatsächlich falsch. Aber das finde ich gut hier mit diesen Wegweiser-Dingern. Müssen wir mal so eine... Ah ja, hier, wir müssen hier tatsächlich rein. Hier oben vielleicht irgendwo. Ungespitzt in den Boden, Freundchen. Ach komm, Junge. Diese Position halten. Alter. Alter, was ist denn jetzt los? Flieht um euer Leben. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Wo geht's denn hier runter? Ich komme nie wieder wieder. Boah. Jetzt können sich erstmal die anderen darum kümmern. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Gut, ich ergebe mich. Okay, jetzt einmal hier weitermachen, so. Ja, wunderbar, die haben wir schon mal weggebasht. Und jetzt, wo müssen wir hin? Hier irgendwo nach oben. Oder nee, nach unten mussten wir, stimmt. Schauen wir mal. So. Aber hier geht es irgendwie nicht nach unten. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Da waren wir zwar schon. Aber mal sehen, was da so alles ist. Und... Eigentlich müsste es ja hier runtergehen. Aber da war die Tür verschlossen. Kann man die irgendwie aufmachen mit Enter oder so? Ach ne, Enter ist der Chat. Ah, jetzt bin ich gerade aufgeschmissen, weil ich nicht weiß, wo ich hier hin muss. Es muss doch hier irgendwo lang gehen. Ich versuche es jetzt mal, weil kein anderer Weg hier ist. Einfach mal hier nach oben. Oh, da habe ich mir aus Versehen abgerollt. So. Boah. So, und du musst jetzt erst nochmal meine Zauber schlucken. So, Kollege.
Boah, das wird ganz eng, glaube ich. So. So, und den Zauber auch noch, weil ich finde, das ist der beste Zauber, den ich hier so habe. Wow. Das wird ganz eng. Und ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Wahaha. Seht nach Petra und Andrew. Okay, wir gehen nach unten. Wir haben ihn auf jeden Fall weggebasht. Und das ganz alleine, ohne irgendwelche Hilfe. Wir sind gut. Wir sind richtig gut. So, jetzt können wir hier gleich wieder auf weitergehen. Banditen, Diebe und Schläger. Ja. Auf Befehl der Ministerialwache seid ihr alle verhaftet. Hey, die haben angefangen. Ich habe nur meinen Freund verteidigt. Kommandant Serentine, was hat das zu bedeuten? Was macht ihr hier? Schön, dass ihr auch mal auftaucht, Hauptmann. Ich sorge hier für Ordnung, was ihr und eure Seraphen ja wohl nicht schafft. Dank eurer Einmischung. Ihr sperrt auf keinen Fall jemanden ein, der so heldenhaft an meiner Seite gekämpft hat. Ich bürge für den Stolz von Shaymore. Wer mischt sich denn jetzt ein? Noch dazu für solchen Abschaum. Wie dumm. Wache, bringt den Rest der Würmer hier in den Kerker. Wir sind hier fertig. Hauptmann, bitte, der hässliche Schrat hat meinen Vater verletzt. Helft ihr uns? Das sieht übel aus. Ohne die richtige Arznei könnte die Heilung Wochen dauern. Und diese Medikamente sind teuer. Hauptmann, ich habe euch in einer Stunde der Not ausgeholfen. Würdet ihr euch dafür revanchieren? Für den Stolz von Shaymore? Jederzeit. Redet mit Leutnant Francis im Lager der 9. Kompanie. Sagt ihm, ich schicke euch, dann gibt er euch alles, was ihr braucht. Okay. Was haben wir hier? Auf dem Weg der Besserung. Helft uns dabei, Guild Wars 2 noch weiter zu verbessern. Okay, das hatten wir ja eben schon mal. Und hier können wir auch noch eine Belohnung uns abholen. Was nehmen wir denn mal? Vitalität, Zähigkeit oder Kraft? Wir nehmen die Kraft. Ich werde einfach immer besser. Okay, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Perfekt. Und ich fand das sehr toll. Spaß, 4 Stück. Schwierigkeit war schwieriger, deswegen 4. Geschichte. Ja, nur 3. Fand ich jetzt nicht so atemberaubend, muss ich sagen. Die Charaktere fand ich hoch einprägsam, also 5 Punkte. Und das senden wir wieder mal ab. Und was haben wir hier? Klicke dieses Symbol an, um nach Beendigung einer Karte sofort zum Eingang zurückzukehren. Oder benutze die Weltkarte M, um woanders hinzureisen. Okay, wir reisen nochmal zurück nach Götterfels. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir dann mal eine Aufnahmepause machen, beziehungsweise die Folge beenden. Es kann jetzt sein, im Gefühl, dass die Folge etwas kürzer geworden ist. Aber das soll uns nicht stören. Oh, hier können wir direkt sogar die Instanz betreten. Und nach dieser Aufnahme werde ich ein bisschen so weiterspielen offscreen. Also ihr werdet es da nicht mitbekommen. Und irgendwann, wenn wir dann auch mal hier so ein bisschen weiter weg sind, hier aus der Stadt vielleicht auch raus, werden wir dann auch mal woanders sein und dann nicht in dieser Stadt hier, damit ihr auch mal andere Eindrücke noch bekommt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dann, euer Zatani LP.